Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum zu einem neuen Part. Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Es ist in etwa 0 Uhr nachts am Sonntag und ich nehme natürlich einen neuen Part Mario 3D Land auf für euch, damit ihr morgen einen neuen Part habt, also heute einen neuen Part habt. Ja, und das muss natürlich Mario 3D Land sein, Welt 4, Spezial Welt 4, bei Nacht. Okay, ich sollte schlafen gehen, aber egal. Welt 4.1, auf geht's! Juhu! Ein Tanuki. Spitzenklasse. Ja, dann strengen wir uns mal an, dass wir hier schnell raus sind. Dass wir hier nicht wieder eine Stunde machen müssen. Um alles nochmal zu wiederholen und dreimal zu machen. Schaffen wir die Levels mal bitte beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch, das bezweifle ich. Das wird nicht geschehen. Aber vielleicht beim zweiten. Und dazu bin ich zu doof, um das beim ersten Versuch zu schaffen. Aber vielleicht nicht unbedingt 10 Versuche, wie im letzten Part mit dem Luftschiff, sondern ja, vielleicht reichen auch 2-3 Versuche aus. Ja. Dann sind wir vielleicht bald fertig. Gumba-Türme. Ha! Tödlicher Gumba-Turm. Gumba-Turm des Todes. Da gibt es einen Giftpilz. Ja, superb. Und das braucht man doch unbedingt, wenn man eh schon klein ist. Oh Kacke. Muss man jetzt auch noch darauf aufpassen. Jetzt kommen auch noch Gegner, solche Frösche hier. Ja, geil. Rennen. Ha. 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 Bomben. Ja, geil. Ja, sag ich doch. Zweiter Versuch. So, versuchen wir es nochmal von vorne hier. Mit Y kann ich übrigens rennen. Ja. Jump and run. Hüpf und springen. Weil die kein Englisch können. Ja. Also für mich. Hüpf und springen. Natürlich kann ich rennen. In einem Hüpf und springen Spiel. Kann ich natürlich hüpfen und springen. Nee, hüpf und springen im Spiel. Ach du meine Fresse. Es ist zu spät. Rennen und springen. In einem Rennen und springen Spiel kann ich natürlich rennen und springen. Nein, das betätige ich jetzt nicht. Da ist doch der Giftpilz drin. Ja, gut. Da ist doch irgendwas über uns. Ach so, die Blöcke hier. Ich dachte schon, eine Starcoin. Das kann natürlich auch sein. Jetzt hat die Pflanze gerade die andere erledigt. Vielleicht die Musik gerade auch ein bisschen leiser. Vielleicht wirkt sie bei euch nicht so leise. Weil, wie gesagt, 0 Uhr nachts. So einmal den Pilz, den ich bekommen habe, am Anfang eingesetzt. Es wird immer enger hier. Oh, ich schätze, wir kriegen das hin. Ha! Ja, die sind auch mal schön. Diese Gegner. Oh, 4 von da davon. 4 von da. Meine Fresse! Daneben gesprungen. Ja, dritter Versuch. Den Bumerang, den könnte man vielleicht beibehalten. Dann kriegt man dieses Starcoin dort am ehesten. Ja, das wird nicht so leicht, wie es klingt, den Bumerang zu behalten. Ja, und da hätte ich ihn fast verloren. Und da habe ich den bestimmt auch gleich verloren. Ja, der hält nicht lang. Und bei mir hält er nie lange. Da gibt's Geld. Brauche ich natürlich, vielleicht kriege ich dann morgen ab. Wenn ich genug gesammelt habe, 84 habe ich schon. 84 Münzen.
ja, besteht zumindest die Chance auf einen One-Up-Pilz, auf einen Nebenpilz. Ja! Goomba-Türme sollte man nicht unterschätzen. Na, außer in Mario Odyssey, da sind sie sehr hilfreich. Ansonsten in jedem anderen Spielen sind Goombas, vor allem Goomba-Türme, nicht sehr schön, nicht sehr praktisch. Den Gegner müssen wir besiegen. Uah! Und der gibt uns Geld. So können wir es uns irgendwann mal abholen. Ja, Bomben! Ich sagte behalten. Na, da war es vorbei mit dem Bomben. So viel zu behalten. Ja, die Sargoins sind ja dann drittrangig. Erstrangig ist erstmal das Überleben. Das ist so blöd hier. Schön die besiegen hier, damit ich nur zwei habe hier und ich mich kümmern muss. Starcoin des Todes. Die hole ich mir, wenn ich dann eine Waffe habe, wenn ich einen Bumerang oder einen Tanuki habe. Oha, nur noch vier Felder. Oh, Schande. Kamek. Das ist auch noch ein Starcoin, den man sich holen kann. Hole ich aber lieber, wenn ich Tanuki habe. Oha, Kamek. Kamek, du Arschloch. Kamek ist ein echter Aslak. Schon immer gewesen. So, hier drauf. Wow. So die Zielflagge. Wir haben nicht eine Starcoin. Aber wir haben drei gesehen. Quatsch, wir haben zwei gesehen. Wo die dritte ist. Fragt mich nicht. Ja, erstmal das hier schaffen. Die Starcoins dann nachholen. Ich will heute keine Starcoins. Ich will erstmal die Level schaffen. Dann schauen wir noch den Starcoins. Wind sein muss in einem extra Part. Ein Spukhaus. Jaha. Na, das macht doch Spaß. Und der Cosmic Mario. Yippie-juhu. Den habe ich doch vermisst. Ein Gästehaus und dann auch noch ein Cosmic Mario. Ja, geil. Das kann auch nur Spitze werden. Es gibt doch hier wieder Ringereien oder was. Ringereien, die sind auch immer lustig. Wenn man irgendwie immer im Kreis rennt, um irgendwas zu erreichen. Angst. Zurecht. Ich schaffe es nie auf den ersten Versuch. Nein, nie. Kriegen wir nicht hin, gleich sind wir Game Over. Ja, toll. Hier geht's wieder an Ringereien. Ringereien. Kinder-Reien. Ja. Nice Sache. Jetzt noch hops raus. Huha, hier muss man vorsichtig sein. Und man wird gehetzt von hinten. Das finde ich auch immer schön, gehetzt zu werden vom Spiel. Ja, das liebe ich doch. Da bin ich schon mal runtergefallen. Den Stern, Ringe, Ringe, Reihen. Hol dir den Stern. Kannst du Cosmic Mario besiegen. Und die Buhus hier. One up. Das ist doch gut. Snapcoin. Starcoin Nummer 2, was? Wo war Starcoin Nummer 1? Hier vielleicht. Und Cosmic Mario ist wieder da. Ja, ich liebe den Cosmic Mario. So sehr. Da kann man doch nicht in Ruhe hier suchen. Ja, die erste Starcoin, die werden wir auch jetzt nicht mehr finden. Die ist schon hinter uns. Liegt hinter uns. Die haben wir schon verloren. Ja, wo lang? Wohin? Verdammt. Dass der Weg auch hier nur erst aufdroppt hier. Ist auch ein bisschen bescheuert. Ja, nein, die Starcoin hole ich mir nicht. Angst. Erstmal überleben hier. Eine Starcoin habe ich schon. Das ist mehr als im letzten Level. Oh, Schreck. Lass mich weiter. Bah. Cosmic Mario ist ein Arschloch. Noch mehr als Kamek. Wow. Man weiß nicht wohin. Ach, komm an die Zahn hier. Komm an die Fahne. Zahne, ja genau. Geht aber zumindest schleunig. Geht ein bisschen schneller als im letzten Part. Na dann noch dieses Level hier. Starcoins holen wir uns von anders ab. Ja, Levels schaffen ist mir jetzt am wichtigsten. Wenn es sein muss,
Offscreen. Offscreen. Ja, notfalls offscreen. Ja, die Sternmützen. Kann man auch woanders nachschlagen? Gibt's Komplettlösungen oder andere Let's Plays? Ja. Ich bin froh, wenn ich das hier erstmal beenden kann. Boah, Kugelwillis. Ihr kennt noch nicht Mario Bros. Das muss ich auch mal spielen hier. Das erste Mario Bros. Als Let's Play. Ja. Das spiele ich gerade so privat so ein bisschen. Oh, eine schöne Sache mit den Kugelwillis in Mario Bros. Ach hier, den Wandsprung. Die muss man natürlich können. Die kommen auch überall hier. Die kommen ja auch ständig. Hier runter. Die hetzen mich aber auch hier, die Kugelwillis. Immer in jedem Spiel hetzen die Kugelwillis. Manchmal gibt es auch andere hetzende Faktoren, aber vor allem in Mario Bros. 1. Alter Schwede. Die das erstmal dazu kam. Ich glaube, in Welt 4 kamen die dann dazu. Ja, hier ist auch Welt 4. Da kommen die, glaube ich, in Mario Bros. Auch dazu. Meine Fresse, die Nerven. Und wie soll man da bitte rankommen? Außer mit einem Bumerang. Mit einem Bumerang kommt man da eventuell ran. Ja, gut. Schon die Zielflagge hier. Ja, nice. Das kann man alles noch mit einem Tanuki nachmachen. Da kann man mit einem Tanuki nochmal durchrennen und da die ganzen Sachen sich holen, die ganzen Star Coins. So, jetzt holen wir uns hier noch einen Tanuki hier raus. Aus dem Geschenk hier von Todd. Nein, das ist einer. Das ist kein Tanuki, das ist ein Bumerang. Eine Bumerangblume. Todd wird ordentlich verprügelt, die Todfresser. Ah, hier hast du's. Ich klaue dir deine Sachen und verprügel dich danach. Genau so. Hetz mich nicht. Ich hole mir meine Items in aller Ruhe. So. Ja, und weil es so schön war, hier noch Welt S4-4, weil wir wahrscheinlich hier im Luftschiff da gleich im nächsten Part dann noch, ja, da werden wir hier eine Weile brauchen. Also, hops, mal 4 Level am Stück. Und natürlich Zeitbegrenzung. Ja, die Hetze hier. Nice, und die Gegner sind zur Zeit. Ja, toll, natürlich renne ich an denen vorbei. So gehört sich das doch. Die Uhr, ach so, die sammelt sich von alleine ein. Die Sternmünze ist die erste, das ist doch gut. Ich muss die Gegner besiegen, damit ich Zeit kriege. Damit ich überleben kann. Ja, das ist doch eine schöne Herausforderung hier. Schöne Sache. Ja. Schön. Gegner besiegen hier. Zack. Um Mitternacht hier noch gehetzt werden. Ja, es passt dir, Spiel. Mich hier ordentlich zu hetzen. Starcoin. Ich muss den Gegner besiegen. Verdammt. Ich brauche die Zeit. Um die Münze einzusammeln hier. Um die Starcoin zu holen. Wird eng die Zeit, aber ja, wenn ich runterfalle, habe ich sowieso ganz viel Zeit. Nochmal von vorne, gleich vom Beginn. Ach, es zeigt uns sogar, dass da in den Gegnern Zeit drin ist. Und damit, dass es uns auf einen Gegner springen lässt, ganz am Anfang. Och nein, ich lasse mich natürlich von dem Goomba treffen. Ist auch schön, herrlich. Stacheln. Hopsi dops. Ja. Ich drehe das auch jetzt hier nachts um 0 Uhr. Aus dem Grund, dann habe ich den Nachmittag nach der Arbeit dann Zeit für Adventskalender von Produktionen. Das ist ja dann praktisch, dann bin ich auch gut im Zeitplan, dann ist das besser für Adventskalenderplanungen. Da sollte ich wirklich viel Zeit investieren. Zumal auch ja, am 17. guckt man Ultrasonne rauskommt. Ja, da soll ich dann auch, ja, schön. Schlaf werde ich ab dem 17. nicht mehr bekommen. Und ein Checkpoint gibt es ja auch nicht, oder was? Das ist auch eine schöne Sache. Da werde ich natürlich ordentlich reinhauen mit Pokémon Ultrasonne. Da werde ich am Tag wahrscheinlich mindestens 2 Parts von Pokémon Ultrasonne aufnehmen, damit ich auch Stuff habe.
Das bietet sich auch sehr gut für die Seminarwoche an, da was vorzuproduzieren. Wenn ich eh nicht da bin, könnt ihr jeden Tag, dass ihr jeden Tag ein paar Pokémon Ultra Mond bekommen könnt. Ist natürlich Pokémon Ultra Mond, nicht Pokémon Ultra Sonne. Und dass ihr da versorgt seid. Und natürlich muss noch der Adventskalender weiter gemacht werden. Der ist natürlich noch nicht beendet. Das ist natürlich auch noch nicht im Kasten, deshalb muss da noch drauf gehauen werden. Ja, also zu tun habe ich in der nächsten Zeit. Also langweilig wird mir bestimmt nicht. Okay, die Starcoin habe ich verpasst, aber in die Fahne. Zack, mit Tanuki geht das besser, wie gesagt. Zwei Starcoins, spitze. So, wir haben vier Levels geschafft. Wir haben vier Level gemacht in diesem Part. Ich würde sagen, beenden wir an dieser Stelle. Das nächste Level kommt im nächsten Part. Drückt mich nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Mir kam es ein bisschen kurz vor. Mir war ein bisschen kurzweilig jetzt hier in den Levels. Aber ja, das ist ja ein guter... Wenn es mir kurzweilig war, war es euch vielleicht auch kurzweilig. Aber ja, vier Level dürften reichen. Dürfte ein ordentlich langer Part sein. Also... Habt noch einen angenehm fröstlichen Tag und gehabt euch wohl. Haut drinne. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.